Bitte um Hilfe. Hallo, ich bin Monja. Seit 2,5 Jahren habe ich Depressionen, habe einen Suizidversuch hinter mir und verletze mich selber. Doch irgendwo habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Ich pendle immer wieder zwischen Leben und Tod und hoffe, jemand von euch kann mir vielleicht helfen, dass ich wenigstens meine Gedanken loswerden kann. Monja war 16, als sie das erste Mal versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Emily war 15, als sie nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Okay, ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich mich umbringen könnte. Und das war eigentlich so das Schlimmste. Alex ist Emilys Freund und Teil einer Schülergruppe, die das Thema psychische Erkrankungen bei jungen Menschen aus der Tabuzone holen will. Das ist wirklich ein Thema, das eigentlich jedem Menschen wirklich am Herz liegen könnte, weil es ja wirklich um einfach Mitmenschen geht, wo man ihnen auch helfen muss. Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei den 15- bis 25-Jährigen. Emily und Monja wollten schon im jugendlichen Alter nicht mehr weiterleben. Sie möchten ihre Geschichte erzählen, für andere Betroffene und in der Hoffnung auf mehr Verständnis für psychische Erkrankungen. Also, wenn ich das erste Mal so Suizidgedanken hatte, da war ich vielleicht so 13, 14. Wenn ich in meinen Tagebüchern lese, kann ich bis ich so, ja, 19 war, kann ich zurückblicken und habe schon mal ein paar Worte gesehen, wo dann stand, ich hasse mein Leben und ich will das nicht mehr. Es war generell auch Thema, dass das in der Familie einfach nicht so gut funktioniert hat mit dem Reden und Liebe geben und nehmen. Und die Liebe ging auch viel über materielle Dinge. Also nicht so, ach mein Kind, ich hab dich lieb, komm her, sondern eher so, oh, du hast es aber toll gemacht, ich kaufe dir jetzt mal Gummibärchen. Und was man wirklich braucht, das gibt's dann einfach nicht. Und das merkt man, das ist ein ganz großes Loch dann. Ja. Zusätzlich zu den Problemen zu Hause fühlt sich Monja in der Schule ausgegrenzt und gemobbt. Da habe ich auch erst mal wirklich gemerkt, dass es mir richtig schlecht ging. Ich war halt immer irgendwie ein bisschen anders als die anderen. In dem Alter fingen viele an, Alkohol zu trinken, waren auf sämtlichen Partys unterwegs, etliche Jungsgeschichten und ich war halt gar nicht so. Ich war eher für mich. Und so hat sich's dann so weit entwickelt, dass ich eben gefühlt alleine da stand. Ich konnte mit keinem mehr dann reden. Und es war schon sehr belastend. Emily war in der 9. Klasse, als die Depression sie komplett einfing. Bei ihr war es der Leistungsdruck in der Schule, den sie nicht mehr aushielt. Was musst du mir zeigen? Ich musste mir die Musik anhören. Ach so, okay. Ihr Freund Alex weiß, wie sehr Emily gelitten hat. Und erlebt auch bei Mitschülern, was depressive Zustände bedeuten. Natürlich hat man auch diese Gedanken, dass es denen vielleicht in echt gar nicht so schlecht geht, wie sie eigentlich tun. Das haben wir natürlich am Anfang auch gedacht. Und wo wir dann halt die ersten Gespräche geführt haben, haben wir praktisch so eine 180-Grad-Kehrtwende einfach gemacht. Man muss erst über das Thema was erfahren, bis man dann wirklich halt einfach sieht, was das für ein Ausmaß hat. Mit seiner Schülergruppe hat Alex einen Film gedreht über Jugendliche mit Suizidgedanken. Gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo du so nicht mehr weiterleben wolltest? Jeden Tag eigentlich. Papa? Mama! Dieses Gefühl, nicht erwünscht, nicht wichtig zu sein, nichts wert zu sein, das mir andere gegeben haben. Also ich habe irgendwie nicht mehr wirklich Spaß gehabt an irgendwas. Ich wollte eigentlich gar nichts mehr machen. Ich lag irgendwie den ganzen Tag nur noch im dunklen Zimmer. Ich konnte mir nur noch vorstellen, dass die Welt schlecht ist, weil ich noch da bin. Wenn du unter Depressionen leidest, dann siehst du das alles gar nicht mehr. Also du siehst gar nicht mehr die ganzen Möglichkeiten, die dir offen stehen. Du siehst nichts mehr Schönes. Und dadurch, dass du das eben nicht mehr siehst, willst du halt nicht mehr da sein. Ich habe mich ihm geöffnet, weil ich einfach
weil ich es einfach wichtig fand, dass er diesen Teil von meinem Leben auch kennt. War dann am Anfang auch so, dass es oftmals vorgekommen ist, dass die Emily, wenn es ihr dann schlecht gegangen ist, dann eben, dass wir es dann nicht gesehen haben, aber ich nicht konkret wusste, was ist, vor allem in den ersten Wochen. Das ist auch gar nicht so einfach, wenn man das dann praktisch so miterlebt dann. Auch Monia zieht sich oft zurück, wenn es ihr schlecht geht. Zunehmend fühlt sie sich als Außenseiterin in der Schule und vermisst Halt in ihrem Elternhaus. Irgendwann habe ich eigentlich nur noch für Selbstverletzung gelebt und für die Essstörung. Also es ging wie eine Spirale eigentlich runter. Durch Zufall findet Monia im Internet U25, eine vom Arbeitskreis Leben Freiburg und der Caritas getragene Suizidpräventionsberatung für Menschen unter 25, anonym und kostenlos. Hier kann ich meine Gedanken aufschreiben. Es fällt mir leichter, wenn ich den, der das liest, nicht kenne. Da muss ich keine Angst haben vor den Konsequenzen. Seit ein paar Monaten geht es mir wieder sehr, sehr schlecht und meiner Therapeutin kann ich auch nichts mehr anvertrauen. Sie denkt, es geht mir ganz gut, aber ich plane meinen Suizid. Monias erste Help-Mail landete bei der Sozialpädagogin und U25-Standortleiterin Christina Obermüller. Die Idee ist in Freiburg entstanden. Beim Arbeitskreis Leben hat man festgestellt, dass in die Face-to-Face-Beratung eigentlich alle Altersgruppen auftauchen, außer die jungen Menschen. So hat man sich überlegt, wir müssen ein Angebot schaffen, wo wir besser auf die Jugendlichen zugreifen können. Und das ist natürlich im Internet. Es ist immer wieder selbstverletzendes Verhalten Thema und das Gefühl von Einsamkeit. Suizid ist nach wie vor ein Tabuthema in unserer Gesellschaft und dadurch fällt es auch gerade jungen Menschen schwer, darüber zu reden. Die Anzahl junger Menschen, die durch Suizid sterben, ist die zweithöchste nach Unfällen. Genau, auch für die Ratsuchenden ist es natürlich... U25 gibt es an 10 Standorten in Deutschland. Das Prinzip, junge Hilfesuchende werden von Gleichaltrigen online betreut. In der Anonymität lässt es sich über alles austauschen, so die Erfahrung. Die Hauptamtlichen lesen jede E-Mail-Korrespondenz mit, damit die jungen Ehrenamtlichen, die sogenannten Peers, nicht alleine dastehen. Misa, so ihr Pseudonym, wird Monias Peer-Beraterin. Hallo Monia, erstmal finde ich es ganz mutig von dir, dass du dich hier meldest. Alles, was du mir schreibst, bleibt bei U25. Du hast geschrieben in deiner Anfangsmail, du bist dabei, wieder einen Suizidversuch zu planen. Ich bin für dich da. Du kannst mir alles erzählen, was dich bedrückt. Ich freue mich auf deine nächste Mail. Bleib stark, deine Misa. Ja, Monia war meine erste Klientin, die erste, die zurückgeschrieben hat. Das war sehr schön, weil man sofort auch anfangen konnte, das, was man gelernt hatte bei U25, auch umzusetzen und auch wirklich mal in Kontakt mit jemandem zu kommen und weiterhelfen zu können. Dann geht es einem natürlich auch immer ein bisschen besser, wenn dann eine Mail zurückkommt. Und auch wenn es eine ganz, ganz schlimme Mail ist, das fühlt sich dann trotzdem immer noch ein bisschen an wie ein kleiner Erfolg, dass derjenige noch da ist. Ja, also ich meine... Die Schülergruppe um Emily und Alex hat nach ihrem Filmprojekt eine Petition gestartet, damit mehr Aufklärung über psychische Erkrankungen auf den Lehrplan kommt. Demnächst werden sie ihr Anliegen im Bayerischen Landtag vertreten. Für Schüler gibt es Informationsmaterialien auf der Seite des Kultusministeriums. Nice. Welcher Schüler geht auf die Seite des Kultusministeriums, wenn es ihm schlecht geht? Achso, ja. Emily fiel es lange schwer, über ihre schwermütigen Gedanken zu sprechen. Selbst gegenüber ihren Eltern, zu denen sie eine enge Bindung hat. Bei mir war es jetzt beides, dass ich Leute, die mir was bedeuten, nicht belaste. Und teilweise habe ich mich ja eben auch geschämt dafür. Weißt du noch, wo das war? In Kroatien. Das ist in Kroatien. In Pula. Das ist in Pula und das auch. Das war mehr. Das war noch vor der Schule und das nach der Schule. Und da in dem Urlaub hast du angefangen, Zahlen zu lesen am Hafen. Ja, Emily war ein aufgewecktes, freudiges, lustiges Kind. Die hat viele Späße gemacht. Es war wahnsinnig neugierig. Immer unterwegs, immer alles erkunden, alles auseinandernehmen. Und als sie in die Schule kam, hat sie sich dann schon verändert. Also da wurde sie irgendwie ernster. Dieses, dass man permanent an der Leistung gemessen wird, das hat sie irgendwie unter Druck gesetzt. Wirklich schlimm geworden ist es dann eigentlich in der Abschlussklasse. Ich habe mir immer wieder so Gedanken gemacht, also dass sie eben nicht schlafen konnte, dass sie so traurig war. Du hast dich selber dann aber eigentlich auch nur, so habe ich es wahrgenommen, nur über die Leistung in der Schule definiert. Es war natürlich immer auch ein harter Schlag für mich, wenn wir eine Schulaufgabe rausbekommen haben.
ich vielleicht mal ein ganz gutes Gefühl dabei hatte und dann eben doch nichts Gutes dabei rauskam, dann habe ich eben auch gedacht, dass wenn sie mal gesprochen haben, dass sie gleich über mich sprechen, wenn sie gelacht haben, dass sie gleich über mich lachen. Da war ja dein Selbstwertgefühl schon total im Keller. Ich habe zuerst im Prinzip in der Familie drüber gesprochen, mit Freunden drüber gesprochen und letztlich immer damit rausging, wie, naja, bildest dir alles ein, du dramatisierst, das ist ganz normal, ist in der Pubertät. Ich hatte eben das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr normal. Und dann kam eben letztlich dieser Tag, ich weiß es noch genau, es war eine Deutschschulaufgabe. Und wir standen noch an der Tür, du hast dann gesagt, so, ich gehe jetzt dann. Und dann hast du dich nochmal umgedreht und dann hast du, also ich hatte das Gefühl, sie rutscht mir zwischen den Händen durch, sie ist so richtig in sich zusammengebrochen, hat geweint. Und dann habe ich, und diese Chance, das klingt jetzt wirklich blöd, aber diese Chance habe ich ergriffen und habe gesagt, Emily, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst jetzt in die Schule, ja, und schreibst diese Schulaufgabe oder wir gehen jetzt direkt zum Arzt. Emilys Kinderärztin überweist sie in eine jugendpsychiatrische Klinik, damit die Depression behandelt werden kann. Emilys Freund Alex ist mit Luca und der Schülergruppe trotz Abi-Stress im Bayerischen Landtag. Luca wird ihre Forderung, dass an Schulen über psychische Erkrankungen aufgeklärt wird, gleich vor dem Petitionsausschuss vortragen. Weil das für uns persönlich auch ein Anliegen ist, weil viele unserer Freunde eben auch betroffen sind und gesagt haben, dass sie eben noch nie in der Schule oder in irgendeinem anderen Kontext eben von dieser Krankheit gehört haben, die sie selber haben. Das ist für uns ein extrem wichtiger Termin heute hier im Bayerischen Landtag. Wir denken, dass die Petenten mit dieser Petition tatsächlich einen wunden Punkt auch in unserem Bildungssystem getroffen haben. Hinter mir bzw. hier im Publikum sitzen, sagen wir mal statistisch gesehen, mindestens zwei Jugendliche mit Depressionen. Sehen Sie sie einfach mal als Abbild einer Schulklasse. Grundsätzlich unsere zentrale Forderung ist, dass jeder bayerische Schüler nach der Mittelstufe sagen kann, dass er verstanden hat, was psychische Krankheiten sind, was psychische Krankheiten beinhalten, was eine Depression ist und was das für einen depressiven Menschen bedeutet. Und da plädiere ich auch an Sie, dann auch an das Ministerium, dass das auch konkret umgesetzt wird. Dann ist diese Petition abgeschlossen. Die Abgeordneten haben sich dafür ausgesprochen, dass sich das zuständige Ministerium näher mit dem Thema beschäftigt. Bei Monia nahmen die Suizidgedanken und Selbstverletzungen weiter zu. Und sie kam für mehrere Monate in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Nach der Klinik fällt es ihr schwer, neuen Zugang zu ihrer Familie zu finden. Ich habe letzte Nacht super schlecht geschlafen. Und eigentlich weiß ich nicht, wie das Aufeinandertreffen sein wird. Es tut halt irgendwie weh, weil ich eigentlich mag ich ja meine Familie trotzdem. Es ist ja nur mal meine Familie. Und man hat nur die eine und es passt halt überhaupt nicht, weil ich verstehe sie nicht und sie verstehen mich nicht. Und wir kommen halt nie auf einen gemeinsamen Nenner und damit muss ich halt jetzt leben. Monia schreibt weiterhin mit ihrer U25-Peer-Beraterin Mesa. Hallo Mesa, ich lebe noch. Hallo Monia, ich freue mich, dass du noch lebst und dass dir jemand zur Hilfe gekommen ist. Ich weiß nicht, warum es mir nach der Klinik noch schlechter ging. Es hat mich einfach alles so überrollt, habe ich das Gefühl. Es hängt wahrscheinlich auch mit meiner Essstörung zusammen. Ich muss zu Hause auf glücklich machen, weil meine Familie das alles einfach nicht versteht. Wenn ich es mal nicht schaffe, durchgängig zu lachen, regen sich alle über mich auf. Ich würde ja nur rumzicken. Ich finde es schrecklich, dass du dich dazu verpflichtet fühlst, immer eine gute Launemaske tragen zu müssen. Besonders zu Hause, dort, wo eigentlich deine Sicherheitszone ist. Wenn ich es wirklich nicht mehr schaffe, habe ich verschiedene Wege, mir das Leben zu nehmen, die dann hoffentlich auch klappen. Ich kann das alles nur zu gut nachempfinden, der Schmerz. Aber glaub mir, das geht vorbei, auch wenn es nicht so aussieht im Moment. Ich stehe dir bei, egal was gerade in deinem Leben so passiert. Ja, ich kenne Suizidgedanken sehr gut. Ich habe auch selber Suizidversuche hinter mir. Was man dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, ohne irgendwelche Hilfe oder Halt kommt man da sehr, sehr schwer wieder raus. Peer-Beraterin Misa kommt regelmäßig zur Supervision und trifft sich mit anderen U25 Ehrenamtlichen zum Austausch. Also ich glaube schon, dass das Rezept von U25 ist, dass wir alle ungefähr in dem gleichen Alter wie unsere Klienten sind. Und derjenige befindet sich gerade genau in dieser Phase, in der ich mich auch schon befunden habe und genauso gefühlt habe. Man kann dann auch mit seinen Erfahrungen genau da ansetzen.
Nach Emilys Zusammenbruch verbrachte sie 16 Wochen in dieser Klinik am Starnberger See. Danach wurde sie ambulant weitertherapiert. Heute kommt sie zum Nachgespräch zu ihrem Klinikarzt Professor Dr. Freisleder. Haben denn im Vorfeld vor der Aufnahme hier bei uns andere das bemerkt? Natürlich hatte ich auch Freundinnen, mit denen ich sprechen konnte, aber halt nicht über das Thema. Also nicht über meine negativen Gedanken damals, sondern halt über die schönen Dinge. Hat man auch ein bisschen Theater gespielt? Ja. Wenn man sagt, ja, über die schön rede ich, ich will den Kontakt ein bisschen aufrechterhalten. Es hat eigentlich sich kein Lehrer um mich gekümmert. Ich will jetzt die Lehrer nicht zu sehr in Schutz nehmen, aber wir machen auch nicht ganz selten die Erfahrung, dass die Jugendlichen, wenn sie in so eine Depression hineingleiten, Sie hatten es ja zuerst auch erwähnt, das auch zu verbergen versuchen. Also da gehört dann auch ein Mut dazu, sich zu eröffnen. Mir hat dieser Austausch mit den anderen Patienten eben sehr geholfen und einfach das Reden. Man weiß halt einfach, man ist nicht alleine und man kann halt einfach offen drüber sprechen und man wird nicht verurteilt. Und ich glaub, die wissen, wovon man redet. Ja, genau. Ja. Sind Sie da in der Zwischenzeit ein bisschen robuster geworden? Robuster bin ich jetzt nicht geworden, aber ich versuche mehr zu sprechen, mich mehr mitzuteilen, was meine Gefühle sind und wie ich mich einfach fühle und wie ich das wahrnehme. Mhm. Aber vielleicht könnte das ein Ergebnis des Films sein, dass Betroffene aufgrund ihrer Empfehlung eben checken, ich muss meinen Mund aufmachen, ich melde mich. Ja. Hoffe ich, hoffe ich. Wäre eine Botschaft. Wir sehen und wir setzen das fort. Hallo Misa, danke, dass du an mich glaubst. Mir geht es momentan recht gut. Ich habe angefangen, meine Vergangenheit mit Hilfe meiner ganzen Tagebücher aufzuarbeiten. Ich will es endlich alles schaffen. Ich gebe mein Bestes. Hallo Monja, mir fehlen da ein wenig die Worte vor Stolz. Möchtest du noch die Übung mit den Kleinigkeiten, die dich erfreuen sollen? Du bist nicht weniger du, wenn die Leere und Traurigkeit anderen Gefühlen weicht. Hab keine Angst, dich selbst zu verlieren. Freu dich lieber darauf, dich selbst wieder neu zu finden. Monja mailt inzwischen seit fast 3 Jahren mit U25-Peer-Beraterin Misa. Nach Klinik und neben ambulanter, medikamentöser Behandlung geht es Monja besser. Kraft tankt sie beim Turnen. Durch den Sport habe ich einfach auch eine gewisse Auslastung. Ich bin einfach auch ausgeglichener. Also doch so. Trainerin Silke kennt Monja von klein auf. Sie hatte als erste die damals 13-Jährige auf ihre Selbstverletzungen angesprochen. Und Monja fing an, sich zu öffnen. Mit dem Schneiden war das so, ich habe damals irgendwie ganz klein, sage ich mal, angefangen, habe dann aber schon beim ersten Mal gemerkt, auch irgendwie bringt es Erleichterung. So ein befreiendes Gefühl, dass einfach, dass man das Blut halt gesehen hat. Als ob man so in Ketten gewickelt ist und man will raus und es geht nicht. Und dann habe ich mir wehgetan und dann war so, endlich. Ja. Monja ist zu Hause ausgezogen und lebt jetzt alleine. Viel Zeit verbringt sie aber auch bei Silke. Ich habe es nicht so bewusst wahrgenommen, dass in meiner Familie einfach irgendwas nicht ganz so richtig funktioniert. Dass ich das Gefühl entwickelt habe, dass ich schlecht bin und dass ich nicht ausreicht. Wenn ich eine 3 geschrieben habe, war ich nicht gut genug. Es war nicht ausreichend, ich war nicht mehr die Beste. Oder dann habe ich was falsch gemacht oder habe halt nicht 100% gegeben. Habe ich wieder nicht genügt. Ich habe mir dann selber auch so einen Ehrgeiz, so einen ungesunden Ehrgeiz angeeignet, auch im Sport dann eben. Als kleines Mädchen, wo sie angefangen hat bei uns mit 4 Jahren, sie war immer so die Kleine mit ihren langen, roten Haaren, schön geflochtene Zöpfe, immer niedlich, immer fröhlich, immer quirlig. Und an und für sich war sie immer gut drauf, bis sie dann irgendwann der Punkt, wo sie sich immer mehr zurückgezogen hat und immer verschlossener wurde. Ne? Ja, zu Hause. Wir haben wenig über Gefühle geredet, bin halt nicht gut auf Verständnis gestoßen. Dann habe ich von Grund auf einfach schon gar nicht mehr geredet, weil ich eben nicht so einen Stress wollte, weil ich keinen Streit wollte und weil ich halt auch niemandem zur Last fallen wollte. Ich wollte halt nicht die schlechte Tochter sein, die irgendwie nur Scheiße baut, so grob gesagt. Und ich wusste halt bei ihr, werde ich halt einfach irgendwie aufgefangen. Du bist ja immer verleitet zu sagen, Mann,
warum hast du dir denn das Leben genommen oder versucht, dir das Leben zu nehmen oder warum hast du dir denn diese Verletzung zugefügt? Bloß mit Vorwürfen kommst du halt nicht weiter, ne? Sie konnte nicht leben, aber sie konnte auch nicht sterben, ne? Als Munias Selbstverletzungen und Suizidgedanken immer schlimmer und zu einer quälenden Abwärtsspirale wurden, sorgte Silke dafür, dass Munia über den Kinderarzt in psychiatrische Behandlung kam. Der Moment, als Munia sich mit 16 zum ersten Mal das Leben nehmen wollte, sitzt noch tief. Hier war der Ort, wo ich die Munia nach... Nach dem ersten Abschiedsbrief, also der erste richtig krasse Suizidversuch, gefunden habe, mehr oder weniger. Ne? Also du kriegst halt so einen Abschiedsbrief, keine Reaktion mehr aufs Handy. Ja, und dann so im letzten Moment doch noch ist sie dann ans Telefon gegangen nach... vielen unsicheren Momenten war schon sehr heftig, der Moment. Emily konnte in der Schule nicht wieder eingegliedert werden. Sofort war der Druck wieder da. Gemeinsam mit ihren Eltern hat Emily entschieden, dass sie in der 9. Klasse aufhört und eine Ausbildung als Floristin beginnt. Wenn sie fertig ist, hat sie gleichzeitig den Realschulabschluss. Ich bin das so gewohnt in der Gärtnerei, dass alles auf den Boden fallen kann. Das Blumenwenden macht mir Spaß. Dass sich andere wirklich auch drüber freuen können. Und natürlich mache ich es schon auch für mich zur Übung, weil ich weiß, okay, ich will diesen Abschluss, ich will das schaffen. Und da muss ich mich halt jetzt auch anstrengen. Wenn ich in der Arbeit bin und ich auch sehen kann, wie bunt wirklich alles ist, nicht nur der Strauß, dann denke ich mir das schon oft, dass ich das damals eben nicht wirklich hatte, diesen Blick fürs Schöne. Emily, Alex und ihre Gruppe sind noch einmal im Bayerischen Landtag. Nach der Petition vor einem halben Jahr kämpfen sie weiter für mehr Prävention an Schulen, damit junge Betroffene früher Hilfe bekommen. Sie haben Landtagspräsidentin Ilse Aigner einen offenen Brief übergeben und sind heute zu einer Veranstaltung zum Thema Depression geladen. Meine Damen und Herren, junge Menschen haben heute sehr viele Möglichkeiten. Die Welt steht ihnen offen, eigentlich. Denn wenn das Leben junger Menschen in dieser Welt der vielen Möglichkeiten aus dem Lot gerät, drohen sie im Grau zu verschwinden. Einige, zu viele, entscheiden sich schließlich gegen das Leben. Und genau das müssen wir frühzeitig erkennen und natürlich, wenn möglich, auch verhindern. Vor der Podiumsdiskussion wird der Film der Schülergruppe gezeigt. Ich habe jetzt dieses Jahr vor allen Dingen sehr viel mit Druck zu kämpfen. Ich muss mich entscheiden, was ich nach meinem Abschlussjahr mache. Eine Ausbildung, welche Ausbildung? Ich hatte halt eigentlich noch gar keine Idee, was ich überhaupt mit meinem Leben machen möchte. In der Schule habe ich mir immer total viel Stress gemacht, dass ich die besten Noten haben muss, dass ich danach auch alle Möglichkeiten offen habe. Solltest du nicht im Unterricht sein? Also du verlierst alles Vertrauen in dich und auch in andere Menschen. Für viele ist es so, ach, Menschen sind nur faul, Menschen wollen nicht, ja, hinter psychischen Erkrankungen verbergen sich Drückeberge etc. Und das ist ein Thema, da muss man immer wieder freundlich darauf hinweisen, dass das so nicht ist. Müsst ihr auch noch mal ein bisschen mit dranbleiben? Wir bleiben schon dran, ja. Wir machen auch weiterhin Druck. Man muss aber auch Gesprächsbereitschaft haben. Und wenn wir teilweise 2 Monate, bevor die Ausschusssitzung ist, in der Regierung anfragen, können wir mit euch reden, können wir mit Ihnen reden, haben Sie Zeit für uns? Man nichts hört. Wir sind seit 2,5 Jahren dran und ich verzweifle echt langsam und ich bin einfach müde davon, jedes Mal wieder so viele Stunden zu investieren, um Ihnen zu zeigen, wie wichtig dieses Thema ist. Emily ist im Austausch mit Theresa Enke,
Witwe des ehemaligen Fußballnationaltorhüters Robert Enke, der unter Depressionen litt und sich das Leben nahm. 2010 hat sie die Robert-Enke-Stiftung gegründet. Das sind wir als Gesellschaft auch gefragt. Also wir können das nicht immer nur an die Politiker abgeben, sondern wir, du, ich, alle sind gefragt, um sensibler mit den Menschen umzugehen. Und deswegen finde ich das so toll, dass ja, Jugendliche mit Herzblut da rangehen. Also ich bewundere das. Ich hoffe einfach, dass sich was verändern wird. Und das hoffe ich schon so lang, aber jetzt wäre halt der Zeitpunkt, wo das fruchten könnte. Ja. Monja hatte in den vergangenen Jahren noch weitere Suizidversuche. Die Klinikaufenthalte, die ambulanten Therapien und der U25-Mail-Austausch haben sie nach und nach auf einen guten Weg gebracht. Bei der letzten stationären Behandlung hat sie Jonas kennengelernt. Es ging dann ja auch alles ganz schnell, dass wir wirklich gesagt haben, okay, wir möchten gerne unser Leben miteinander verbringen und ich ziehe zu ihm in den Schwarzwald. Ich glaube, es waren tatsächlich die ähnliche Erfahrung. Viele sagen, das ist ungesund, es funktioniert nicht, wenn beide diese Symptome haben. Aber wir haben bewiesen, dass es eben doch geht. Und meiner Meinung nach ist sogar ein großer Vorteil, einfach weil wir wissen, auf was wir uns einlassen. Wir können uns besser in den anderen reinversetzen, was dem Partner jetzt in einer schwierigen Situation am besten hilft. Und natürlich auch, dass wir viel, viel, viel über Gefühle reden, über Probleme. Und wenn es nur darum geht, dass jemand genervt ist, dass man das Bad zu lang besetzt, es gibt nichts, was zu unwichtig ist, um drüber zu reden. Monja hat die Schule vor dem Abitur in der 12. Klasse abgebrochen, da sie so oft in der Klinik war. In ihrem neuen Zuhause hat sie einen vorübergehenden Job gefunden. Und dann habe ich halt hier in der Firma angefangen, Kugelschreiber zu bedrucken und ja auch einen geregelten Tagesablauf einfach habe. Und der nächste Plan ist dann der Ausbildungsbeginn zur Ergotherapeutin. Und dann hoffe ich, dass ich das auch wirklich bis zum Ende schaffe. Einen Turnverein hat sich Monja in ihrem jetzigen Wohnort auch gleich gesucht. Das Ritzen hat sie im Moment im Griff. Mit der Essstörung kämpft sie noch hier und da. Medikamente nimmt sie zurzeit keine mehr. Immer wieder mal sucht sie therapeutische Hilfe auf. Tatsächlich denke ich, dass es wirklich eher dann die Vergangenheit wäre, die mich immer mal wieder einholt. Es ist nicht das Ziel, dass man komplett geheilt ist, dass man nie wieder eine Depression hat und dass es einem immer gut ist. Das Ziel ist, dass man reagieren kann und dass man gut damit umgehen kann und sich auffangen kann. Wir merken, wenn es dem anderen nicht so gut ist. Wir sind offen füreinander, wir hören uns zu, ja, zoffen uns mal. Aber das passt alles so, wie es jetzt ist und ich hätte es mir schöner nicht wünschen können. Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen haben Monja und Jonas geheiratet. Hallo Misa. Ich glaube, das wird jetzt meine letzte Mail sein. Ich danke dir von ganzem Herzen für jedes Wort. Du hast mich immer wieder aufgebaut. Es half mir sehr, wenn ich keinem mein Innerstes mitteilen konnte. Und ich hoffe, dass du noch ganz vielen Jugendlichen helfen kannst. So wie mir. Deine Monja. Also ich hatte ja lange keine Hoffnung, dass es mir irgendwie wieder besser gehen könnte. Und jetzt bin ich ja mein eigenes Beispiel dafür, dass es doch einfach wieder gut werden kann. Und das Wichtige ist einfach, immer weiter atmen, weitermachen, nicht aufgeben, sich Hilfe suchen, Hilfe annehmen. Es gibt immer irgendwo jemanden, der da ist, auch wenn man es gerade nicht so sieht. Still got a lot of fire left in me.